So, nachdem wir jetzt uns unverhängnisvoll bitchfightig-mäßig angemacht haben, sind wir jetzt wieder im Kampf des Affen gegen den, keine Ahnung. Dinosaurier? Du hast zu lange Arme für den Dino. Ach egal, dann bin ich eine Look at that Eidechse. booty. Irgendwas. Look at that booty. Ich habe mir auf jeden Fall Warum darf jetzt eigentlich Donkey Kong mal. keine Hosen tragen? Ich meine, irgendwie jeder muss Hosen tragen im Universum, außer Bowser und Du hast gerade Donkey mir Kong. gekickt und ich hab's nicht gerafft, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass das möglich ist, dass du mir kickst. Wie mir dir Kicks. Ja, du hast gerade auf meinen Typen gespielt. Ich dachte nicht, dass das möglich ist, dass du das Du mal hast ihn tatsächlich einfach, du hast machst. ihn wahrscheinlich einfach nur abgefangen. Ich kann ja Das kann natürlich auch nicht sein. zu dir passen. Warum sollte ich Jedenfalls, zu dir? ich hab jetzt die Hammer Bros. Ja. Und Das kannst du ich einfach nicht. glaube, die können es ein bisschen besser. Nachdem du ja das letzte Mal deine eigenen Spiele analysiert hast. Na, natürlich. Oh! Hast du Oh! diesen Fake gesehen, dass ich da jetzt nach vorne gerannt bin und. Guck mal, ich habe deinen Torwart nach vorne gefaked. Aber Ja, da kommt er nichts da hätte mehr. Yoshi aber besser verteidigen können, ne? Also. Ja, doch. Und hier sehen wir, wie du dich gerade selber behindert hast. Nein, du hast meinen Typen umgehauen, was zur Hölle? Ich habe eine Was gewisse. zur Hölle hätte ich da gerade machen sollen? Du hast ihn halt umgehauen. Ich habe eine gewisse andere Realität, das wissen wir doch. Fuck you! Ja, zum Beispiel auch das war nicht ich. Das warst du. Ja, ich weiß nicht, so Cooper und Hammer Bros, die sehen so ziemlich gleich aus, weißt du? Was zur Hölle, Alter? Kick doch rein! Ich bin sehr enttäuscht bis jetzt von den Hammer Bros. Also, die. Weiß nicht. Ich bin Die von sahen deinen. Ich. irgendwie. Die sahen im Prospekt irgendwie besser aus. Oder bei mir, ne? Ja, da auch. Sowieso. Nee. Oh, Kevin, könntest du dir selber ein Tor machen, hättest du dir gerade selber ein Tor gemacht. Nein! Ja, aber der geht zum Glück nicht rein. Go, Yoshi! Bam! Ja, weil wenn du nicht richtig gut triffst, haut der Torwart dann zurück. Ja, ich weiß. Nope. Gegen Nope. Oh, guck mal, da ist das Publikum auch schon. Okay, hier ist alles frei, aber du kommst wieder mit Bullshit. Ach so, ach ich komme mit Bullshit. Jetzt ist alles klar. Ja, ich darf auch mal irgendwie nicht wahre Sachen hier verbreiten. Eine Hand, Mann, das war voll Hand. Ja, und dass ich ein Affe bin, interessiert dich nicht, ne? Nein, hallo, ich bin ein scheiß Dino, als ob ein Dino jetzt dafür besser geeignet ist. Nee, aber. Okay. Aua! So. Wieso explodieren meine? Okay. Das hat ihn auch noch erwischt. Na? Fuck you. Fußball? Welches Spiel repräsentieren wir hier eigentlich? Fußball? Ja, aber welche Mannschaft? Ach so, du, das habe ich Ich muss aufgegeben. irgendein afrikanisches Land sein. Wieso das denn? Keine Ahnung, die haben meistens so grün und. Wo hast du denn hingekickt, Alter? Kick doch runter zu Yoshi! Meine Fresse, Außerdem ist Donkey ey. Hast Kong du dich immer so gerade mit selber Trommeln und. gehaunt? Ja, klar, habe ich mich selber gehaunt. So, jetzt hast du den Kettenhund, jetzt dürftest du eigentlich deinen Superkick hinkriegen. Aber leider kriegst du deinen Superkick nicht hin, selbst wenn du alle Zeit der Welt hast. Weil du scheiße bist. Weil die einfach nicht kicken. Dein Superkick ist einfach Alter, nur. guck mal, wie wenig die nur grätschen können, ey. Was soll das denn? Alter, da hat sich. Alter, die Hammer Bros irgendwie, also ich weiß nicht. In Hammer Bros musst du Ich bin richtig. bis jetzt von allen außer dem Todd enttäuscht. Wirklich. Sehr, sehr enttäuscht. Was kann das denn jetzt überhaupt? Ah, cool. Ja, leider bringt dir das nichts, weil du, keine Ahnung, nichts daraus machst. Ja, Gott, gar perfekt nichts. getroffen. Aha. Perfekt. Alter, halt's Maul. Ich muss da noch Nein. üben. Nein. Nein, ich krieg von dir auch immer grundlose Kritik und Bullshit. Jetzt darf ich auch immer. Ja, wie fühlt sich das an? Grundlos, irgendwie mit Bullshit. Bullshit. Also, gesagt, es geht mir ziemlich am Arsch vorbei. Ja, also. Ah, da hat es zurückgedonnert. Bullshit. Wie ist damit? Oh, was? Also, die Koopas sahen mal irgendwie inkompetenter aus. Also, meine sind vielleicht bekifft, aber meine treffen Ja, wenigstens. die treffen sehr hart. Nee, also ganz ehrlich, man merkt einfach irgendwie, außer den Tots kriegt eigentlich keiner irgendwas hin. Woran das liegt?
tendenziell haben. Woran liegt das, Kevin? Ich weiß es nicht. So, ich habe das ja schon mal erläutert, aber die Theorie wurde ja abgeschmettert. Warum? Ja, von dir. Ich weiß nicht warum. Inwiefern habe ich. Warum du irgendwas machst? Oh shit. Okay, Bananen. Noch mehr Bananen. Muss viel öfters höhere Pässe machen, Kevin. Sehr enttäuscht von euch allen. Ihr macht sehr, sehr schlechte Performance heute. Die kommen nicht hinterher, Alter. Nur die Tots sind irgendwie A schnell und B stark. Und können Leute umhauen. Die Hammer Bros sind irgendwie nur stark, aber die sind ewig langsam. Oh. Deswegen sind die auch so gute, sag ich mal, Passspieler und keine Ahnung, torgefährlich. Guck mal, da ist jetzt gerade mal einer hinten, ey. Meine Fresse, ey. Du machst aber auch nie hohe Pässe, dass ich die Bälle auch immer easy abhauen kann. Soll ich denn hohe Pässe machen? Immer noch L und A. Das habe ich dir schon seit Folge 1 gesagt. Welches L? Hinten? Ja, L, es gibt nur ein L. Nein, es gibt L oben und L unten. Ja, aber nicht bei der GameCube. Ja, das. Ich habe keinen GameCube-Controller, wie oft noch? Ja, ich weiß ja nicht, wie du deinen gebindet hast, aber ich habe meinen wie einen GameCube-Controller gebindet. Ich wüsste nicht mal, wo L beim GameCube-Controller ist, weil ich nie einen GameCube hatte. Wo ist wohl L-Schultertaste, Kevin? Ne, die Bombe! Die L-Schultertaste ist ja wahrscheinlich links, ne? Ja, oben oder unten, immer noch, das ist beantwortet. Das musst du doch wissen. Ich sag dich doch gerade. Ja. Ich weiß es nicht. Aber in der Regel sollte man es unten machen. Ich glaube auch, dass es. Warte mal, wenn ich jetzt das mache. Aha, alles klar. Also kriegt man auch irgendwie Bälle rein, ne? Ne? Nee. Oh, 8-1. Ja, gut, ich meine, der Affe spielt doch mit der Hand, was soll man da erwarten? Gut, nehme ich jemand anderen. Kann man nicht gewinnen. Na gut, gut, gut. Ich nehme gerne jemand anderen, wenn du willst. Ich muss auf jeden Fall die Hammer Bros auswechseln, also von denen war ich maßlos enttäuscht, wirklich. Da fange ich gar nicht erst an zu sagen, was an denen nicht gestimmt hat. Wir versuchen das jetzt nochmal mit Waluigi und mit den Tots. Und mit denen lief das eigentlich relativ gut. Weil ich glaube der Waluigi, der hat auch so eine Ausstrahlung, der motiviert seine Leute. Und ja, sonst kommt der mit. Der hat auch so ein fieses Grinsen, weißt du? Mhm. Ich glaube einfach, der und die Tots, die arbeiten einfach gut zusammen, weißt du? Die haben so einen Draht zueinander. Definitiv. Da steht meine eigene Banane. Ist ein bisschen klar. Sag mal, du knockst dich gerade größtenteils irgendwie nur selber aus. Ja, das. Wow, siehst du, und sofort läuft's. Ja. Also abgesehen davon, dass du dich gerade dreimal oder so selber geownt hast, siehst du mit den Pots, die können gut laufen und Waluigi macht das Ding rein aus der Drehung. Ja. So muss das laufen. Ich sollte mich selber weniger behindern. Ja, das wäre meine Idee. Ja, aber eigentlich hilft sie ja nur. Ja, das funktioniert nicht, Kevin. Wer jetzt geschossen hat, wird für immer ein Mysterium bleiben. Ich finde mal geil, wie der Kommentator oder so abgeht. Ja, der irgendwie nur einmal kommentiert, dass wenn ein Tor fällt. Ja, gut, ich meine. In seinem Job ist ziemlich einfach. Press einfach immer nur jede 2 Minuten so Go! Jetzt sag nicht, dass das auch ein normaler Kommentator macht. Oh, ne, das aber da steht er ganz alleine. Nee, doch nicht. Ich weiß nicht, so schlechte Kommentatoren machen das vielleicht, weil die haben sonst nichts zu sagen. Schlechte Kommentatoren dürfen kein Spiel kommentieren. Oh, gut, das kommt drauf an. Und wenn irgendwie so ein Spiel von der WM um 0 Uhr oder sowas läuft. Da kannst du ziemlich sicher sein, dass da trotzdem so ein Torwart, der dich wegkickt. Der Torwart! Der Torwart ist dein bester Mann. Der Torwart ist der Einzige, der halbwegs was drauf hat. Und Waluigi. Ja, definitiv. Ja. Ich weiß nicht, was du da. Es war ja keiner dabei! Hast du es nicht gesehen? Die laufen nicht mit! Ja, dann bleib halt irgendwie im Ballkontakt und. Spiel nach hinten, was weiß ich, aber auf jeden Fall nicht einfach so den Ball weggeben. Bringt doch nichts.
Komm schon, Kopfball! Was ist das für ein Kopfball? Fallrückzieher, ey! Fallrückzieher, leck mich am Arsch! Das hätte gut werden können. Hm. Nein, nicht in den eigenen laufen! Komm schon, Tor, das kannst du doch besser! Okay, nimm den Ball nicht an. Das ist auch eine Möglichkeit. Oh. Shit, 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 shit. Sehr gut. So, jetzt schönes Doppelpass-Spiel und... Komm schon! Nein, der ist mit unten durchgebreddert. Abwehr. Oh, sehr eine rote Grenze. Oh, boah, dieses Kombinationsspiel. Ich schub die nur durch die Gegend, aber das bringt nichts. Come on! Oh Gott! Wieso das? Der macht immer so einen Fallrückzieher und Tor schiebt sich immer unten durch. Ja, du machst das leider immer ein bisschen zu spät. Das sieht immer sehr lustig aus. Ja, ja, sehr schönes Kombinationsspiel. Ah, und warum was? Hast du jetzt... Okay. Was ist das denn? Rücksichtslos, Kevin. Einfach nur rücksichtslos. So, das mag sein. Und du bist auch viel zu weit am Laufen, du. Sehr guter Mann. Alter, der grüne Panzer ist da ja immer noch am rumstehen, ey. Das gibt's ja nicht. Ganz ehrlich, ich würde mir gerne wünschen, dass diese ganzen Effekte auf dem Feld bleiben würden. So ein komplett zerstörtes Feld mit Bomben und sonst was. Oh Gott, ey. Gut, das ist nicht getroffen. Warte mal, hä? Ey, das ging mir jetzt irgendwie ein bisschen... Boah, Kopfball! Endlich, Alter! Das war jetzt fast wie Holland gegen Spanien hier. Da kommt der Ball nach vorne und dann... Er läuft, springt, bam! Oh, das war ein schönes Ding. Ja, leider irgendwie nicht sehr gut für deine Wertung bis jetzt. Nee. Nee. Fuck this guy. Oh, der ist drin. No! Oh, wie er wieder böse am Gucken ist, Alter. Ohne Scheiß, die haben irgendwas in sich. Die haben das böse Gen in sich. Ich nenne es aus Rücksicht jetzt nicht mehr das Hitler-Gen. Aber sie haben auf jeden Fall eine Essenz in sich, die es ihnen erlaubt, rücksichtslos zu spielen und einfach nur ihre Ziele durchzusetzen. Du würdest es immer noch so nennen, aber du darfst es so nicht nennen, ne? Was heißt darf nicht, ne? Wie gesagt, ich nehme Rücksicht auf gewisse Leute. Auf welche? Auf die Nazis? Ja? Naja, nein, noch nicht auf die. Hallo, auf Hitler. Du nimmst Rücksicht auf Hitler. Der ist doch auch am Leben, Mann. Wieso Hitler. Hat das denn noch... Alter, das will ich jetzt in der Wiederholung sehen. 3 Bomben sind auf ihn eingehagelt. Ja, guck mal hier. Bam. Und da hat er sie noch weggeschossen, ey. Lächerlich. Im Bombenhagel kann man doch keinen guten Pass mehr machen. Das kannst du mir noch nicht erzählen. Okay, das war jetzt von uns beiden irgendwie doof. Alter, was... Bam. Was? Aus der Distanz oder was? Alles klar. Nee, du musst auch öfters einfach mal schießen. Ich schieß die ganze Zeit, das bringt nichts. Du schießt aus 1 Meter Entfernung. Ich schieß aus 20 Meter Entfernung und der trifft auch nicht. So, jetzt habe ich ein Item. Friss das! Gut, nicht aus der Entfernung vielleicht. Ja, ich hab's versucht. I tried. Und Kopfball. Was? Sir Davos. Was ist Sir Davos? Ach ja. Ah ja. 6-3, jetzt hast du 3 Tore. Du siehst, es macht schon Unterschiede, was für ein Team man spielt. So, okay. Es entscheidet sich halt, ob die was drauf haben oder ob die einfach genetisch irgendwie rückständig sind. Gut, das klären wir bestimmt beim nächsten Mal nochmal.